Hallo ihr Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Es ist mal wieder soweit und heute gibt es bei mir einen Hefekranz, den ich dieses Jahr zu Ostern backen möchte, als ein Osterkranz. Und ich habe gedacht, den muss ich euch unbedingt zeigen. Er ist super weich, sehr fluffig und gar nicht so schwer und auch optisch auf jeden Fall ein Hingucker. Wir starten auch sofort mit dem Rezept. Hier ist die Zutatenliste. Los geht's. Für den Hefeteig siebe ich 500 Gramm Mehl in die Schüssel. Das macht ihn besonders locker und luftig. Dann füge ich noch 70 Gramm Zucker, 7 Gramm Trockenhefe und einen halben Teelöffel Salz hinzu. Und alle, die lieber mit der frischen Hefe backen, können einfach 21 Gramm frische Hefe nehmen. Dann kommen noch ein Ei, 70 Gramm weiche Butter und 250 Milliliter lauwarme Milch dazu. Heiße Milch würde die Hefe zerstören, also etwas aufpassen. Dann verknete ich einfach alles zu einem Teig. Die Küchenmaschine lasse ich insgesamt 6 Minuten auf Stufe 2 laufen. Der Teig ist super geschmeidig und klebt überhaupt nicht. Ich lasse ihn dann zugedeckt in einer Schüssel 2 Stunden gehen. Dann gebe ich meinen Teig auf die leicht bemehlte Arbeitsfläche und rolle ihn dann zu einem Rechteck aus. Und mein Fladen war am Ende 35 mal 55 cm groß und ich denke, kleiner sollte er auch nicht sein. Zwei Drittel der Fläche von oben bestreiche ich mit Kirschmarmelade. Ihr könnt natürlich auch eine andere Sorte nehmen, die ihr mögt, oder auch Nutella oder eine Mohnfüllung oder eine Nussfüllung. Im unteren Drittel des Teiges 27 ungefähr gleich breite Streifen einschneiden. Das muss jetzt nicht auf den Millimeter genau sein und es geht am besten mit einem scharfen Messer. Aus diesen Streifen insgesamt 9 Zöpfe flechten. Die Zöpfe sollten ganz locker sein. Der Teig geht ja nochmal ordentlich auf und wenn die Zöpfe zu fest geflochten sind, kann es passieren, dass die beim Backen reißen. Die Teigplatte erst von oben nach unten aufrollen. Die Zöpfe dann ganz, ganz locker, wirklich ganz locker, unter diese Teigrolle stecken und dann zu einem Kranz zusammenlegen und die beiden Enden miteinander verbinden. Den Hefekranz dann auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und nochmal eine halbe Stunde gehen lassen. Und hier kann man wunderbar erkennen, dass der Kranz nochmal ganz schön aufgegangen ist. Ich vermische jetzt noch ein Eigelb und 2 Esslöffel Milch und bestreiche damit den Teig. Die Flächen zwischen den Zöpfen bestreue ich mit etwas Hagelzucker. Ihr könnt aber auch Mohn verwenden oder gehackte Nüsse oder Mandelblättchen. Oder Sesam oder auch gar nichts. Der Hefekranz wird dann im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze oder bei 160 Grad Umluft 25 bis 35 Minuten gebacken. Die Backzeit hängt natürlich vom Backofen ab. Mein Osterkranz habe ich genau 25 Minuten gebacken.
Und ich finde, er ist super geworden. Er hat eine schöne Farbe und ist auch noch mal gut aufgegangen. Er ist super weich, super fluffig und auch sehr lecker. Ich werde ihn gleich noch mal für euch anschneiden und euch zeigen, wie er innen aussieht. Und er ist am nächsten Tag auch noch sehr weich und schmeckt auch noch sehr gut. Ich hoffe, ihr backt ihn nach. Er ist es wirklich wert. Ja, und das war's auch schon. Das war mein Video für heute. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst mir gerne einen Kommentar da und abonniert auch meinen Kanal. Ich möchte mich bei euch nochmal fürs Zuschauen bedanken und sag auch schon mal Tschüss. Bis dann.